Bismillahirrahmanirrahim. Also wir waren da stehen geblieben, wie wissen wir am besten, jetzt wir, die jetzt in dieser Zeit leben, wer von uns im Recht ist. Weil er hat Überlieferung, wir haben Überlieferung, sagen wir Sunniten und Schiiten. Weil er sagte, wir haben ein Stück Papier, wer kann das beweisen, dass das von Al-Bayt al-Muslim stammt? Er hat ein Stück Papier, ich kann sagen, wer kann das beweisen, dass das von den Sahaba stammt? So, das sind dann nachher die Leitfaden zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das behaupten die Sunniten und das behaupten die Schiiten. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt von Wahrscheinlichkeit aus. Sagen wir, wer ist wahrscheinlich, ne, prozentual höher gesehen, sagen wir, oder dichter an der Wahrheit von uns beiden. Wenn wir sagen, die Schiiten sagen oder behaupten, dass sie Al-Bayt folgen, und die Sunniten behaupten oder sagen, dass sie nicht Al-Bayt folgen, sondern die Sahaba in der ersten Linie, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali als Kalif, aber nicht als Imam, als politischer Kalif natürlich. Und die Fiqh-Sachen nehmen sie nicht von Al-Bayt, sondern von den Imam al-Arba'a, Abu Hanifa, Ibn Malik, Ahmad ibn Hanbal und al-Shafi'i. So, sie sagen selber... Als Rechtswissenschaft. Als, ja, Rechtswissenschaft. Also sie sagen, wir nehmen unsere Rechtsschulen von diese Personen, von den vier Personen. Ja. Die Schiiten dagegen sagen, unsere Aqaid nehmen wir von Imam Ali a.s. und unser Fiqh nehmen wir von Imam Ja'far Sadiq a.s. Die nehmen ihren Aqaid von Abul Hasan al-Ash'ari und den Fiqh von den Mazahib al-Arba'a. Diese Personen, die in der Geschichte gekommen sind, die gehören nicht zu Al-Bayt a.s. Das heißt, man kann nicht sagen, dass sie dadurch Al-Bayt folgen. So, jetzt in der Hinsicht, ich kann sagen, wir sind dichter an der Wahrheit. Egal wie wenig unsere Wahrheit ist, als die Sunniten. Warum? Weil wir beide glauben, weil er zugegeben hat, dass Hadith al-Thaqalin authentisch ist. Dass ich hinterlasse euch zwei wichtige Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nicht verloren gehen, das Buch Allahs und meine Familie. Das heißt, wenn wir beide vor Allah stehen und Allah fragt mich, Hamza, warum bist du Ja'fari? Ich sage, weil Ja'far gehört zu Al-Bayt a.s. Und in deinem Buch steht im Koran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نُزِدْ لَهُ. Und Sahih Bukhari sagt, oder Muslim, sagt, ich hinterlasse euch zwei gewichtigen Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nicht verloren gehen. Ich hab mich daran gehalten und es muss nicht verloren gehen, laut Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn er ihn fragen würde, warum bist du Maliki? Das natürlich will ich von Ihnen hören, was er dazu sagt. Ich kann nicht jetzt für ihn sprechen. Oder Hanbali oder Hanafi oder was weiß ich. So, wenn er mich fragt, woher nimmst du deine Aqaid? Ich sage von Imam Ali ibn Abi Talib. Warum nimmst du von Ali ibn Abi Talib? Der gehört zu Ali ibn Abi Talib. Ibn Taymiyyah sagt, Ali ibn Abi Talib, Sayyid al-Bayt, Ba'd Muhammad. Ali ibn Abi Talib ist der Herr von Ali al-Bayt. Die Krone von Ali ibn Abi Talib. Nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ich kann antworten, Qiyam. Und muss ich auch hier auf dieser Erde antworten können. Damit ich weiß, dass ich da durchkommen werde. So, jetzt über die Authentizitäten dieser Überlieferung, was wir beide haben. Ich habe gesagt, wir haben Bücher, die stammen aus dem ersten Jahrhundert. Aus dem ersten Viertel des Jahrhunderts des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, das erste Buch, was er in der Hand hat, war von Imam Malik. Das heißt 100 Jahre nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jetzt von Zeit her gesehen, ich habe bessere Chancen, dichter an der Wahrheit zu sein, als er. Von Zeit her, sagen wir. Von Personen bin ich besser dran. Auf der sicherste Nummer, das ist die sicherste Seite, sagen wir. Weil Al-Bayt al-Muslim da in Frage. Und dazu haben wir den Koran als Unterstützung. Wir haben Verse im Koran, die das Ganze unterstützen. Auch die Exegeten der Al-Sunnah al-Jama'a unterstützen unsere Einstellung. Und wir machen nicht selber diese. Weil er meinte immer, ich mache selber die Erklärung, das ist ich, oder meine Theorien, ich stecke sie mit den ein und so weiter. Ich nehme die Erklärungen von Al-Sunnah al-Jama'a auf. Was sie dazu sagen, wie sie das erklären, den Koran. Eine, sagen wir, eine Facette dieser Erklärung. Fertig? Du hast noch 17 Sekunden. Oder hast dann, du noch was? Dann schenke ich dir. Okay, alles klar. Besten Dank. Also Geschenk, danke. Soziales Werk. Also mein Geschenk, danke, ist angenommen. Gut, Bruder. Also danke dir. Du hast jetzt einige Punkte auferzählt. Du hast das Ganze aufgedröselt, wer von wem welche Quellen nimmt.
Und genau, und hat auch eine Frage gestellt, warum denn Allah subhanahu wa ta'ala ihn fragen würde, warum er von Malik. Das ist auch eine Frage, die du so im Raum gestellt hast. Und ist jetzt egal, jetzt hat er seine 5 Minuten. Sag mir, wenn du loslegen willst, dann drücke ich auf Start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Vom Prinzip her, ich bin persönlich dafür, dass man, wenn man das Leben so richtig leben möchte, das so praktizieren, das fühlen, das denken, was Rasul alayhi salatu wassalam gefühlt und praktiziert hat, vom Prinzip her, ich habe nichts dagegen, dass ein Muslim sich dafür entscheidet, den Propheten nachzuahmen durch die Linie von seinen Nachkömmlingen, von Adelbeck alayhi salam. Vom Prinzip her. Das ist schön, das ist wunderbar. Mein größtes Problem wo, dass man, wenn man das möchte, man hat Papier in der Hand, weiß man, aha, das zurückzuführen auf den Propheten alayhi salatu wassalam. Weil hier Ahl-Sunnah und Jama'ah unterscheiden sich von Ahl-Bayt, von Shia. Wenn wir zum Beispiel uns orientieren nach Bukhari und Muslim, dann akzeptieren wir nur, was zurückzuführen auf den Propheten alayhi salatu wassalam. Das heißt, ich möchte beten durch ein Hadith, was die Überlieferungskette 100% ist, die zurückzuführen auf den Propheten, dass er wirklich das gemacht und gesagt hat. Und das gilt für alles, was wir für den Islam halten. Es ist nicht, dass ich mich orientiere nach dem Imam, Malik oder Ibn Hanifa oder sonst wer, Ulama von Islam, die den Islam in unseren Augen gerettet haben, gar keine Frage. Also die haben einen großen Beitrag dazu geleistet, den Islam aufrecht zu erhalten. Haben die es 100% weitergegeben? Schwierig zu sagen. Aber diese Männer, die haben sich bemüht und ahsabahum min as-salihin, deren Absicht war gut. Gar keine Frage. Keiner von denen kam mit der Absicht, den Islam zu zerstören, um Gottes Willen. Die haben sich alle bemüht und haben das weitergegeben, was in deren Händen zur Verfügung stand und das, was die für die Wahrheit halten. Die Wahrheit ist, indem das zurückzuführen auf den Propheten alayhi salatu wassalam. Es ist wahr, dass Muwatta um Malik erst 100 Jahre nach dem Propheten entstanden ist. Aber al-Hadith-Wissenschaft, das ist Amaliyya Tarakumiyya, dass einer baut auf das Werk des anderen. Das heißt, der Imam Malik ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern er hat auch von Aimma gelernt, die auch wiederum von anderen gelernt und so weiter. Also der hat das nicht jetzt frei erfunden, er von sich an, nicht seine eigenen Bemühungen, die Muwatta zustande brachten, sondern das ist eine Kette. Und er war die Frucht, die dann dieses Buch zustande brachte. Und das ist schön. Die Frage aber, die mich jetzt persönlich interessiert, warum glauben wir? Weil das ist ja viel wichtiger. Weil wenn du glaubst und du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und du bemühst dich, yani das so zu verkörpern, wie der Prophet das verkörpert hat, أنا أحسبك إن شاء الله من الصالحين من الناجي من الفرقة الناجية. الشخص ديش إن شاء الله في دي Gruppe, في دي erlösende Gruppe, في دي gerettete Gruppe. Weil الرسول عليه الصلاة والسلام hat nicht gesagt الطائفة الناجية, sondern الفرقة الناجية, also die Gruppe. Das heißt, es kann ein Teil von den Sunniten sein, ein Teil von den Malik, ein Teil von den Shia sein, ein Teil. Das ist nicht Taifa. Das Wort Taifa hat er nicht ausgesucht. Der Prophet war präzise mit seinem Wort auch. Auswahl. Das ist Fakt. Das heißt, das, was du anstrebst, ist wunderschön. Gar keine Frage. Und wenn es bei mir persönlich jetzt schwarz auf weiß, also überzeugt, wenn die mir ausgelöst ist, Minute. Dass der wahre Weg bei dir ist, ich bin bereit zu folgen. Aber in meinen Augen, das, was wir zur Verfügung haben, Bukhari und Muslim und die anderen Bücher, natürlich ist es unmöglich, so 100%. Das geht gar nicht, das erreicht kein Mensch, 100% nicht. Unmöglich, wirklich unmöglich. Deswegen nehmen wir das Ganze. Weil so wie wir den Islam verstehen, eine Bedienungsanleitung zum Glücklichsein, angefangen mit Ashhadu an la ilaha illallah und nicht das letzte, Al-Ihsan, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, als ob du ihn siehst.
so wie das mir überliefert wurde, das macht mich glücklich und ich bin damit zufrieden. Und ich wünsche mir, dass ihr auch davon kostet, so wie wir Al-Sunnah und Jama'ah diesen Islam wahrnehmen und praktizieren. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Also wie ich merke, du ignorierst immer die Grundbasis unserer Vereinbarung, sozusagen, weil wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, damit ihr nicht verloren geht, Koran und meine Familie. Er hat es eingeschränkt. Du hast es aber irgendwie weiter so verbreitet, indem du da die Sahaba dazu hingefügt hast. Weil du sagst, das Ganze führt dann nachher zu den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber natürlich, dieser Weg zu den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist alles die Sahaba und Tabi'in. Also das ist diese Kette von den Muhaddithin, und ich gehe durch die Sahaba und nicht durch Ahlul Bayt alaihi salam. Ahlul Bayt gehören zu Sahaba bei euch. Ja. Das heißt, Ahlul Bayt ist ein Teil von Sahaba und nicht ein, sagen wir, Hauptteil. Institution für euch. Richtig. Ja. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba befohlen, Ahlul Bayt zu folgen. Das heißt, wir müssen auch Ahlul Bayt al-Mustafa folgen. Er hat sie angesprochen und sagt, kaum haltet ihr euch daran, werdet ihr nicht verloren gehen. So jetzt, wenn wir glauben, dass wir dadurch an den Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen, das ist nur eine Art Vermutung, dass man vielleicht die Sunna dadurch wirklich so bekommen hat. Wir wissen, dass diese Sahaba sich nicht über alles geeinigt haben. Sie haben sich über die Aqa'id gestritten. Sie haben sich unterschieden in der Aqa'id und Fiqh. Ich gebe ein Beispiel, inshallah. In Aqa'id, in Fiqh, in viele Sachen, also was der Islam angeht, das Verständnis des Islam. Ich habe vorhin ein Beispiel geschlagen, dass Ali a.s. die Sunna von Abu Bakr und Umar abgelehnt hat. Wäre sie richtig, hätte er sie nicht ablehnen dürfen. Weil Osman ibn Auf kommt zu ihm, Abdurrahman ibn Auf, und fragt ihn, bist du bereit nach der Sunna des Prophet Allahs und Allahs Buch und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Sunna von Umar und Abu Bakr. Er sagt, Allahs Buch, Sunna des Propheten und mein Ijtihad, nicht von Abu Bakr. So wäre sie richtig, hätte er sie genommen. So, und wenn wir jetzt sagen, wir übernehmen das, was durch die Sahaba entstanden ist und wir wissen, dass das dort Unterschiede gab, dann sind wir auch selber durcheinander. Dann sind wir unsicher, dass das wirklich die Wahrheit ist. Weil, wenn ich ein Beispiel geschlagen habe, ich heute zum Beispiel, dass Omar nicht wusste, dass das in Allahs Buch geschrieben steht, dass man nicht ins Haus reinkommen darf, ohne zu fragen, ohne eine Erlaubnis zu bekommen. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch das gesagt hat. Und als Abu Musa al-Ash'ari dort zu ihm kam, hat er gefragt, also von draußen gerufen. Und nächsten Tag kam er wieder und sagt, gestern war ich hier vor der Tür und hast du mir, ich habe gerufen und keiner hat geantwortet. Er sagt, warum bist du nicht reingekommen? Er sagt, weil wir das nicht dürfen. Er sagt, entweder bringst du einen Beweis dafür oder ich schlag dich. Ich schlag deinen Rücken. Dann geht er zu den Ansar und sie sagen, wir schicken dir die Jüngsten unter uns, der das bestätigt, dass das wahr ist, was du gesagt hast. Und dann schicken sie Zayd ibn Akram, Alam al-Kur, und geht er dort und sagt ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, ins Haus reinzukommen, ohne ein Erlaubnis zu haben. So, wenn ich jetzt diese Unterschiede sehe, und ich sehe auch Unterschiede zwischen Aisha, zum Beispiel Aisha sagt etwas und widerspricht damit Umar ibn Khattab. So, dort sehe ich das, dass sie sich nicht einig sind. So, wie kann ich jetzt darauf vertrauen, dass ich die Sunna durch diese Menschen vermittelt bekommen. Wo hat Aisha Umar widersprochen? In Mut'at al-Hajj zum Beispiel hat sie ihn widersprochen. Abdullah bin Umar, seinen eigenen Sohn zum Beispiel, hat ihn auch widersprochen, was Mut'at al-Nisa angeht. Frauen, diese Zeit-Ehe. Und über hier Tamattu', Hajj al-Tamattu', das heißt, wenn man Haram macht in Mekka, dass man sich Duft zu sich nehmen darf. Aisha sagt, ich hab den Prophet selber geduftet und so. Und warum Umar rief das auf? So, auf jeden Fall blieben sie auch. Genau, gab es Meinungsverschiedenheiten, was Fiqh angeht. Genau, das Wort Aqida wurde zum Beispiel nennen. So, in Aqida, inshallah, komme ich noch. Zum Beispiel Allahs Sehen. Die Sahaba haben sich gestritten. Viele haben gesagt, hat der Prophet Allah gesehen? Und Aisha sagt, ich kriege Gänsehaut. Wo hat er das gesehen? Wobei Allah in dem Koran sagt,
Er wird nicht durch die Sicht erfasst, und er sieht die Sichten und was er sieht. Das heißt, sie haben sich unterschieden in den Aqida-Bereich. Das heißt, ob man Allah sieht oder nicht. So. So, das heißt, in Aqida, in Fiqh, in die gesamte Scharia haben sich gestritten. So. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oder ist es seine Zeit? Aber ist es okay. Dann darfst du noch senden. Nee, ich höre damit hier auch. So. Möchtest du, aber er hat sein Okay gegeben. Du kannst den Kalam nicht Ende sagen, wenn du möchtest. Sondern nicht, dann mach er weiter. Ich schiebe das lieber auf, weil ich wollte das mit einem anderen Thema verbinden und das dauert dann länger. Okay, dann gebe ich jetzt an Bruder Mohammed. Ich kriege Bruder Mohammed. Kurz darauf ein, was du gesagt hast, die Beispiele, die du genannt hast, und dann sage ich meinen Beitrag. Zwei Beispiele hast du genannt. Was? Im Ofen. Als der Sahabi, radiallahu anhu, zu Khalifa Umar gekommen ist und hat um Erlaubnis gebeten, dass er reinkommt und dann gibt es nicht und dann haben die den Jüngsten geschickt und so weiter. Ruhanda, diese Information ist leider nicht dokumentiert. Ich kenne die Geschichte. Die Geschichte lief so. Wie ich das erfahren habe. Okay. Jetzt kommen wir nachprüfen. Ganz kurz, kann man das nachprüfen? Das ist verständlich, man kann alles nachprüfen. Ich habe ein Video dafür. Erinnere ich mich da nur an die Sahabi nochmal? Dass du Omar kam? Ich habe das Namen vergessen. Al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kam zu Omar, radiallahu anhu. Und hat einmal gerufen, Omar hat nicht geantwortet. Zweimal gerufen, Omar nicht geantwortet. Dreimal gerufen, nicht geantwortet, dann ist er weggegangen. Und als der Omar den empfangen wollte, als Khalifa, der wollte den empfangen, der war nicht da. Und als er den zu sich geholt hat, hat er gesagt, warum hast du nicht gewartet? Dann hat er Musa al-Ash'ari geantwortet, hast du nicht gehört, der Hadith des Propheten, wo der gesagt hat, wenn euch nach drei nicht erlaubt mit dem Reinkommen, dann geht, ja. Dann war Omar schockiert. Das heißt doch argumentiert. Dann hat er ihm gesagt, wenn du mir jetzt nicht einen Beweis bringst, dass das vom das Prophet a.s. gesagt hat, dann gibt es dafür eine Strafe. Hat Omar zu Musa al-Ash'ari. Und tatsächlich hat Musa al-Ash'ari so jemand geholt, von Ansar, der das Hadith mitbekommen hat und war das Thema gelöst. Das Beispiel hast du genannt, wo die Sahaba sich gestritten haben in Fiqh. Das war kein gelungenes Beispiel. Warum? Weil in diesem Falle ist Umar radiallahu anhu einem Hadith entgangen, also ein Hukm entgangen. Das heißt nicht, dass er im Streit war mit irgendjemand. Ist klar. Das zweite Beispiel, was du genannt hast mit Gott sehen. Das ist einer von den größten Problemen überhaupt. Entschuldigung, erinnerst du mich bitte an den Punkt nachher, dass das nicht ein Streit war? Ja, mich. Mhm. Gott sehen. Gott sehen, das ist ein großes Problem. Für mich persönlich. Hat der Prophet a.s. Gott gesehen? Weil, als der Prophet a.s. in der Zeit in Mekka war, da hat ein Punkt erreicht, wo der total hoffnungslos, also da ging gar nichts weiter. Anhänger, geht nicht mehr, Streit mit den Kuffar von Quraysh und boykottiert und beleidigt und er wollte auch von Taif Unterstützung, hat auch nicht geklappt und Khadija ist gestorben und ein schwarzes Jahr. Und dann Rasulullah, um den Propheten zu trösten, hat dem Engel Gabriel geschickt, hat ihm gesagt, ja Muhammad, zieh das Beste an, was du hast und komm mit mir. Da war Isra und Mi'raj, erstmal Isra nach Mekka, nach Jerusalem und von Jerusalem, von Felsendom, also von Felsendom heute, vom Felsen, ab in den siebten Himmel, wo er Allah subhanahu wa ta'ala begegnet ist. Jetzt hat er den gesehen oder nicht? Ich habe das recherchiert. Es gibt nur eine einzige Überlieferung, die behauptet, dass der Prophet a.s. ihn gesehen hat. Von wem war diese Überlieferung? Von Ka'b al-Ahbar. Kriege ich Gänsehaut. Und damit ist diese Überlieferung für mich nicht tragbar. Nein, der Prophet a.s., der hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit seinen Augen gesehen. Es gibt nur einen einzigen, der es überliefert, und das ist Ka'b al-Ahbar. Und Ka'b al-Ahbar, wissen wir, wie der ist. Und
ich nehme nicht so gerne von Israeliten. Also Bruder Hamza, diese zwei Beispiele, die du genannt hast, die waren misslungene Beispiele mit dem allen Respekt. Dass die Sahaba sich gestritten haben für Al-Aqaid, also im Glauben, und haben sich gestritten im Al-Fiqh. Dass sie sich im Al-Aqaid gestritten haben, das ist nicht passiert. Aber möglich, dass sie sich im Fiqh gestritten haben. Einer mag so sehen durch seine Ijtihad, durch seine Bemühung, das zu interpretieren, und der andere findet eine andere Interpretation und so weiter. Das ist menschlich. Das darf auch passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also, das führt zu keinem Krieg. Mhm. Ja. Jetzt habe ich die Zeit habe ich jetzt nur geantwortet, auf was Bruder Hamza gesagt hat, aber trotzdem, egal, ich gebe das Wort weiter. Ich muss als Moderator nur ganz kurz was sagen. Eine kurze Berichtigung zu Hamza. Du hast jetzt deine persönliche Meinung gesagt, ob man Gott sehen kann oder nicht. Und du hast das halt auf diesem Kab al-Ahbar als einzige Quelle und hast gesagt, das ist mir zu schwammig. Das ist auch okay. Das ist nicht meine Meinung. Nee, aber... Dokumentiert. Ich habe es dokumentiert. Es ging nur darum, es ging nicht um die Debatte, ob man Gott sehen kann, sondern Hamza wollte es als Beispiel bringen, dass sich damals die Menschen nicht einig waren, ob man Gott sehen kann. Diese Beispiele misslungen. Ja, aber du bist nicht ganz drauf eingegangen, muss ich sagen. Also ich habe das hier aufgeschrieben. Du hast halt einfach nur gesagt, dass du persönlich jetzt, wenn du Kabel Ahbar kennst, über den Glauben entschieden, über den Aqida entscheidet diese Sache. Kabel Ahbar wird nicht von dir. Ich nehme von ihm nicht alles, was entscheidet über Aqida. Ja, aber das ist ja eine persönliche Sache. Viele. Die meisten nehmen von ihm. Aber okay, gut, ich will jetzt... Stopp, wir machen jetzt weiter. Omar nimmt von Kabel Ahbar. Und ich sollte dich daran erinnern, dass du wegen dem vierten Beispiel mit Oma im Streit mit dem anderen und dann hast du, dass es kein Streit war, hat der Bruder. Das Problem ist... Moment, die Geschichte hat Bruder Hamza ganz anders erzählt, darum geht es. Nee, das war genauso dokumentiert, wie du mir gesagt hast. Warte, bitte, das kann man ja vielleicht... Das ganz andere Geschichte. Genau, Moment, ich der kam, hat er geklopft. Es wäre sinnvoll, weil guck mal, wenn Aussage gegen Aussage steht, ist es immer sinnvoll, wenn wir die Primärquelle haben. Genau, dann können wir an der Quelle und sagen, ich stoppe aber jetzt deine Zeit. Ist es okay, dass ich deine Zeit jetzt stoppe? Jetzt. Also, was ich sagen wollte, nicht, dass ob Omar im Recht lag oder der andere. Was ich sagen wollte, dass dort Streit geherrscht hat. Das ist rausgekommen. Dass sie sich darüber gestritten haben und das hat sich bewiesen, dass Omar das verfasst hat, was der Prophet und was der Koran befohlen hat. Und die gleiche Person, Omar, hat den Propheten angefochten am Donnerstag und ihn daran gehindert, das Testament zu schreiben. Und er meinte, uns reicht der Koran. Derjenige, der nicht Bescheid weiß, dass alles da im Koran ist, der hat nicht gewusst. Und er sagt, entweder bringst du mir jetzt Zeugen dafür, oder ich schlag dich. So, darum geht das jetzt. Warum jetzt darum? Weil, wenn er sagt, jetzt wir übernehmen die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, durch diese Menschen, woher weiß er, dass das die Sunna des Propheten ist dann? Das wissen wir, dass sie darüber gestritten haben. Aber woher weiß er, dass in anderen Bereichen, dass sie dort richtig liegen? Wenn es da schon eine Meinungsverschiedenung gab. Genau. Nicht nur eine Wissenslücke. Genau. Auch Tayammum zum Beispiel. Omar kannte kein Tayammum. Wenn man Junub ist, dass man Tayammum nehmen darf. Man kein Wasser darf man nicht beten. Ne? So, das heißt Sandwaschung. So, er hat das verboten. Er sagt, zu demjenigen, der ihn gefragt hat, damals fragt jemand den Khalif. Und sagt, was mache ich, wenn ich kein Wasser finde, die Amir al-Mu'minin sagt, betest du nicht. Ist das dokumentiert? Dokumentiert. Das stimmt. Im Bukhari, Muslim. Und dann kommt Omar, der hat es nicht gewusst, diese Geschichte. Du kannst das ja auch schon. Dass man durch Sand sich von Janaba... Genau. Obwohl das in Tahara steht drin im Koran. So, das heißt, dass man sich mit Wasser... Hier ist es um Tahara von Janaba. Das heißt Janaba. Was ich sagen wollte, ist so gefährlich, dieser Punkt, nicht die Genauigkeiten oder die Einzelheiten von dieser Sache, sondern der Kern dieser Sache. Das heißt, und nicht nur das, Omar, er wusste nicht über Tayammum, als er Khalif geworden ist. Von Janaba. Das musst du ergänzen. Janaba, okay. Das ist kein Problem. Das heißt, eine Sache wusste er nicht, egal was. So, von X wusste er nicht. Das heißt, wie lange hat er gelebt mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum.
Und sie meinen, er hätte da gegen den Propheten geredet, weil er davon ausgegangen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Religion vollendete. So, aber die nehmen die Sunnah durch diesen Menschen. Das ist ein Beispiel, ein Khalif, eine hohe Stufe von Sahaba. Der die Tayyumum von Junub nicht wusste. So, das oder zum Beispiel, er steht irgendwo und hält eine Rede über Sadaq al-Mar'a, das heißt diese Brautgabe. Und er wollte die begrenzen und sagen, dass die Frau keinen Anspruch hat unter diesem Limit oder über diesem Limit. Da steht eine Frau und sagt, im Koran steht so und so. Und dann sagte er, Wallah, sogar diese Frau oder die Frauen in Häusern haben mehr Wissen als Omar. Wer hat das gesagt? Omar selber. Das ist Demokratie, ist das dokumentiert? Selbstverständlich. So. Das ist ein Punkt für Omar. Das kannst du nachher. Demokratie. Das heißt, er gibt zu, dass er Jahil ist und die nennen das Demokratie. Das war Ijtihad. Misslungen, wo ist das Problem? Nicht nur das. Öfters. Alle Entscheidungen, die du getroffen hast. Nein, Habibi, darum geht das. Also Omar hat wirklich gesagt, dass sogar die Frauen wissen. In den Häusern, in ihren Häusern? Der Mann, der wollte. Du bist sofort schrank. Aber es geht doch nicht. Das ganze Zeit auf nur eine Antwort, dann sage ich dann meinen immer Inhalt. Dann pass auf. Warum Schmerz sein? Schreib mal auf. Dann kannst du aufschreiben und dann. Weil ist in Ordnung. Du kannst deine Punkte sagen. Nur, das finde ich jetzt interessant. Also, das hat er so gesagt, ja? Und das ist dokumentiert. Omar hat zugegeben, dass sogar die Frauen wissen da als Omar. Und es gibt eine Aussage von ihm: Kullu nas afqah min Omar. Alle Menschen sind wissender als Omar. Das ist dokumentiert. In eine andere Situation, ja. Das habe ich auch nie gehört. Das bringe ich dir. Inshallah. Du weißt auch nicht. Achso, das kannst du das noch. Kullu nas afqah min Omar. Okay, bitte weiter. So, was ich sagen wollte, nicht, dass Omar Jahil war oder was weiß ich, das ist seine Fähigkeit. Okay, er war Jahil, aber ich meine, das will ich nicht sagen. Ich will nur mal sagen, dass die Gefahr darin besteht, dass man nicht an die wahre Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt durch diesen Menschen, sondern nur durch Ahlul Bayt alaihi wasallam, die fehlerlos waren. Ich verstehe die Mache. Ach, Herr Bruder, so, sehr gut. Barakallahu fiik, Bruder. Hamza, das wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, er auch nicht. Ich weiß auch nicht alles. Aber was willst du damit? Dass du keine sichere Sunna hast. Wo ist das überhaupt erwähnt, dieses Zeug? Überall. Trotzdem, was erzählt. Als ob du damit suggerieren möchtest, dass Roman. Warte. Bist Moderator, komm, dann fängst du an. Die Zeit wird jetzt. Sonst kommen wir durcheinander. Moderator ist zu trocken für ولولا التشهد لقال كانت لاؤه نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإمام الحديث إمام علي السجاد عليه السلام. أوه يا سلام. لا شوف عندك الحكمة أنا لا وشان أنكر عليك أنا عندك الحكمة.